Hey, hallo, herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Drachen töten leicht gemacht. Ich wollte jetzt ein paar Rova-Rosinen für meinen für Sturmwind machen. Ui. Ja, wir haben einen Drachen getötet. Ja, und das war's. Wir haben einen Drachen getötet und eine Mine erforscht. Wir haben zwei Bosse gemacht. Oha. Hey. Hast du was Neues zu sagen? Ja, ich schon wieder. Uiuiuiui. Das Teleskop muss ich noch kaufen. Aber erstmal mehr Rezepte. Dankeschön. Und das Teleskop. So. Uiuiui. Objekterstellung. Was gibt's Neues? Oh. Weihwassertopf mit Kordel? Oh. Weihwassertopf verbraucht FP, verursacht Heiligschaden. Warum verbraucht das FP? Gedeiht in feuchten Dickichten und anderswo. Was genau macht das? Wow. Und das? Mit einem gesprungenen Topf herstellbares Objekt, verzaubert mit Anrufungen der goldenen Ordnung. Die kurz um den Topf gebundene Kordel erleichtert das Werfen. Aha. Verbraucht FP. Werft dies auf Gegner hinter euch, um Heiligschaden zu verursachen. Okay, aber warum Fokuspunkte? Die heilige Handgranate. Monty Python ist sehr effektiv gegen jene, die im Tode leben und verhindert sogar, dass sie wieder auferstehen. Oh, gegen Skelette. Sind die Grenzen des Lebens einmal überschritten, kennt die goldene Ordnung keine Gnade. Ah, ja. Ein poliertes Ruinenfragment, das heller als ein Regenbogenstern leuchtet. Leuchtet die Umgebung, wenn man es platziert. Oh, der Effekt hält aber nicht lange an. Leider strahlt das Fragment auch nicht in den Farben des Regenbogensteins. Also sowas wie ein Stick, okay. Kann nachts oder an dunklen Orten aber dennoch nützlich sein, okay. Ein Fetisch, der die führende Hand der Gnade offenbart. Herstellbares Objekt, Gnadenimitator. Ähnlich der Gnade selbst weist euch dieser Fetisch mit Strahlen den Weg, jedoch ohne jegliche Ordnung. Trotzdem hilfreich für alle, die vom rechten Weg abgekommen sind oder jene, die chaotische Hilfe und wahre Abenteuer echter Ordnung vorziehen. Okay, habe ich nur zwei Rezepte bekommen? Also drei oder so? Naja, okay, warum nicht? Okay. Dann reise ich mal. Ich könnte ja jetzt den goldenen Ritter versuchen. Ich reise mal zu dem da. Zu dem Händler, der dort war. Da, genau. Naja, das Schwert kann ich ja mittlerweile wieder aus abrüsten. Genau. Yeah. Ach. Na komm, er greift mich an. Oh. Oh. Na, wer greift zuerst an? Du. 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 Wer? Du. Okay. Mann, ich will mal einen Stecher machen, aber es klappt irgendwie nicht wirklich. Ach, halt, da war in der Richtung, genau.
Hallo. You again? I don't want any trouble. Ich schon wieder. So, genau. Handbuch. Weiter das Handwerksrepertoire. Ja, bitte. Ein Bogen könnte eigentlich auch nützlich sein. Notiz Landschleimer. Ah, ja. Na gut. So, was gibt's Neues? Fertig? Ja. Was hast du für mich Neues? Oh, dafür braucht man die Herber. Dankeschön. Neutralisierende Boli lindert Giftbelastung und heilt Vergiftungen. Höhlenmus. Ich wollte mir schon diese Boli kaufen. Okay, was ist das hier? Kenne ich schon. Kann ich schon. Schriftstein. Kenne ich, glaube ich, schon. Kannte ich. Oh, Knochenfeuerpfeil. Oh. Brennt nach Abschuss. Ah. Ich hätte Feuerschaden erwartet als Passiveffekt, aber okay. Na gut. Nachrichten. Achso. Mal hier. Was gibt's für neue Infos? Als automatischen Kriegersrüstungsschmieds. Weiter? Wie viel verbraucht das eigentlich? Ja, steht nicht drin. Okay. Wo ist... Da ist... Ruinen des Wegpunkts? Nein, hier das, das, genau. Oder? Wo der Landschleimer den Boden berührt, ist sein Körper weich und verwundbar. Gift lässt ihn sogar platzen. Okay. Die Köpfe der Steingräber-Trolle tragen noch alte Wunden. Aha. Eine Flasche der wundersamen Arznei liegt noch immer in der dritten Kirche von Marika nördlich des Nebelwalds. Ah, das Ding, womit man eigene Tränke brauen dann kann oder wie. Überquert die Brücke der Hochstraße und folgt dem Pfad der Tiere nach Norden. Ah. Für alle Fälle kaufe ich mir mal einen Bogen. Nur für alle Fälle. Jo. Dankeschön. Und vielleicht 10 Pfeile. Dankeschön. Danke für den Einkauf. Auf Wiedersehen. Jawohl. Oh, Schildkröte. Bögen. Toll. Jawohl. Hilfe, meine Nase. Okay. Dank. Dafür sollte ich aber vielleicht lieber den das Großschwert benutzen. Glaube ich, oder? Kann ich eigentlich die Dinger kontern? Au, was zur Hölle?
Bist jetzt schnell. Nur greif mich mal nochmal an. Was war denn das? Okay. Gelootet habe ich den, oder? Da. Egal. Ich probier's mal mit dem. So, ein Arm ist ab. Oh. Ich hab sogar ganz gut. Die Macht kennt keine Größe, wie ein Jedi mal sagte. Aber in dem Zusammenhang könnte mit der Macht auch einfach nur Stärke gemeint sein. Dankeschön. Lecker, lecker. Gut, das waren die... Jetzt habe ich genau 4000. Oh, das waren die Zusatz-EP. Runen meinte ich. Du da. Patches oder wie du heißt. Du hattest doch noch... Hattest du noch Rezepte? Ich glaube, von dir habe ich alles gekauft, oder? Ich möchte noch mal schauen, ob noch ein Drache da ist oder nicht. Um die zu kämpfen will ich gerade nicht, habe ich wirklich keinen Bock. Yay. Metal Gear Souls. Du bist ja immer noch da. Warum? Oh yes. But by the way, I'm untethered by no worries. They may not spare them some corn. Nein, von dir habe ich schon alles gekauft. Okay. Mimi, hör auf zu meckern. Sei froh, dass ich überhaupt da bin. So, dann geht es jetzt als nächstes nach dahin, genau. Ach, ich kann reisen. Okay. 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 So, hallo. Ach, der Drache, stimmt ja. Da ist immer noch nichts. Die haben immer noch Spaß. Ich sammle mir gleich mal Schmetterlinge, wenn ich schon mal hier bin. Hallo Schmetterlinge. So. Sieht dann nichts mehr. Er war halt dort. Genau, hier war er. Kommt er nochmal angeflogen? Oha. Wow. Wow, welch großer Mond. Herber. Genau, 1, 2, 3. Oh, sogar 1, 2, 2. Cool. Gut. Bam, 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 bam. Ah, der goldene Ritter, stimmt ja. Den wollte ich ja nochmal kosten. Vielleicht diesmal sogar mit Wölfen. Hallo.
finally we meet again. Klingelingeling. Halt. Großes Schwert. Ist besser. Mhm. Rudel mir nach. Nicht übermütig werden. Jawohl. Ach Mann, ich habe Fünni nicht angegriffen. Okay, okay, okay. Junge. Ja, nice, geht doch. Goldene Hellebarde. Ja. War doch easy. Ja. Wölfe vor dem Wind. Ich sag's euch, Leute. Wölfe sind das Beste. Goldene Hellebarde. Stärk 30. Was zum Teufel dieser Schaden? Schaut euch diesen Schaden an, Leute. Oh, der hat noch mal Schaden. Alter, der macht ja noch mal Schaden. Goldener Schwur. Ach, du heilige Maria Mutter. EP kosten 40. Ach, das ist ja seine helle Bade. Okay. 7200. Das heißt, ich habe 3200 bekommen? Ah. Okay. Okay. Irgendwie hält er die seltsam. Okay. Nein. Ja, nice. Geht doch, wenn die Framerate nicht stirbt. Nein, Mann. Ach, stimmt ja. Okay, interessant. Wie viel wiegt das Ding eigentlich? 13.
Heilig. Das Ding macht noch heilig Schaden. Okay. Na, dann hätten wir auch das gemacht. Es gab doch noch einen Reiter, oder? Es gab doch da noch einen Reiter. Momentchen mal. Da gab es doch noch einen Reiter, wenn ich mich nicht irre. Auf der Brücke, ne? War das auch ein Boss? Das war so ein schwarzer Nazgul-Reiter, oder wie der heißt. You are dead. Oh, Dankeschön. You are dead. Ach ja, die Fledermäuse. Ich gehe mal außen rum. Boing, boing, also boing, 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 boing. Voll cool. Ah ja, hier gab es doch auch noch was, oder? Hier sollte ich mich auch noch umschauen, solange ich hier bin. Dann meine Güte, wie viele sind denn hier? Mann. Wie spät ist das eigentlich? Keine Ahnung. Wo ist die Sonne, der Mond, was auch immer? Warte mal, bleibt der Mond immer an selber Stelle oder bewegt er sich? Er bewegt sich nicht. Okay. Wenn ich schon mal hier bin. Hui. Da ist er. Ach ja, warte mal. Nein. Einen Moment. Ist wichtig. Ja. So. Hoch. Okay. Ich habe dieses goldene Krähen-Ding. Dunkelkavaller ist. Ja. Das war das Pferd. Interessant. Okay. Au. Und der macht ja Schaden. Hilfe. Nein, ich habe die Flasche nicht aufgefüllt. Ich bin ja blöd. Ich bin ja blöd. Nee. Ich bin ja blöd. Uiuiui, gut, dass mir das noch aufgefallen ist. So, jetzt können wir. Alter Schwede. Das wäre. Warum greifen die Fledermäuse nicht den Dings an? Das macht doch keinen Sinn. Ich
meine, diese kleinen Halbmenschen haben doch die Soldaten auch angegriffen. Da drüben oder wo das war. Okay. Wölfe, ich brauche Wölfe. Geht das hier nicht? Okay, daneben nicht. Au. Hat's runtergefallen. Ey. Mann. Meine Güte. Ah, Mann. Ich hab doch... Ich mach eine Ausweichrolle. Das ist nicht Ausweichrolle, sondern... Dings. Lalalalalala. Ich glaube, ich bin fast tot. Nein. Nicht. Gut, die Chance nutze ich mal. Schön. Dom. Komm runter von der Brücke. Oh Gott. Das ist doch nicht die... Okay. Mann. Pimpam. Hat das Schwert nicht ausgerüstet.
Okay. Au! Ach, dammit. Das war mein Verschulden. Na gut. Nein! Och Mann. Gut. Wenn ich schon mal hier bin, probiere ich mal was anderes. Oder mache ich das? Moment. Erstmal möchte ich mir mal die Kriegsasche anschauen. Da, genau. Ach, komm. Wie viel? 5. Okay. Mal gucken. Cool. Arschbombe. Oh Mann. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Wow. Halt, wie das Ding die Haltung bricht. Cool. So. Jawohl. Also dieser Dunkelkavallerist, der schien nicht tot, also der schien nicht untot zu sein. Also vermute ich mal, dass er von der heiligen Handgranate nicht betroffen wird. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal. Oh. Oh, nice. Okay. Ja, wenn schon jetzt Tag ist, dann glaube ich, hau ich mich mal da schnell hin. Mann. What? Yeah. Nice. Das war's. Okay. Oh, Pilz. Oh, bling, bling. Boah, so viel bling, bling. Wow. Was haben wir denn hier eigentlich? Auf jeden Fall ist dort noch ein Reiter, den sollte ich wegmachen.
Das gibt's doch nicht. Ach, ihr komm. Jawohl. Schade, dass die Pferde immer sterben müssen. So, wen haben wir da? Hello. Alles klar. Ich habe es mir anders überlegt. Ich nehme mal Wölfe. So wie ich das verstehe, ist das dort ein Lager. Toll. Super. Komm. Hey, wo kommt der denn her? Kommt plötzlich die Kavallerie von irgendwo her? Nein, ein Wolf ist tot. Ah, Wolf gegen Wolf. Wer ist stärker? Meiner oder derer? Na komm. Komm, 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 komm. Wo sind... Leute. Okay. Oh, oh. Mann. Nein, Wolf. Ah. Oh. Reitergeißel. Ach, das Ding. Dünne Bestienknochen. Kommt her. Oh, kleiner Jauler. So, was haben wir hier? Oh, ach, da sitzt ja noch einer. Hallo. Okay. Das ist gut zu riskieren, was ich hier mache. Mann. Oh, hey. Tränke. Gibt's hier noch mehr? Wölfe. Die Dingsschlucht, wo ich war. Okay. Ah, cool. Gut, dann sind ja noch... Wo kommen die denn jetzt her? Wie viele Wölfe sind das denn hier?
Mann, ich stecke da Waffe. So gut. Mama Wolf. Also, so, das waren alle, oder? Hey, danke schön. Ich glaube, das waren alle. Jawohl. Oh. Was hast du? Goldene Runen. Ach, Moment. Handwerk. Oh. Okay. Erhöht kurz die Resistenz gegen Feuerschaden. Auch das wäre praktisch gewesen. Was gibt es hier noch? Nur ein Fleischrezept. Okay. Okay. Jetzt da ist nichts, ne? Nach immer einer Schau. Was haben wir denn da? Oh, Beeren. Hallo? Ach, ich verstehe schon. Ja, okay, ich verstehe schon. Das Ding hätte, glaube ich, ja, dahin gezeigt. Okay. Bären. Aha. Ich wollte den... Oh, was ist denn das hier? Oh, ein Nichtfurz. Dankeschön, das ist ja angenehm. Okay, danke schön. Na, nein. So, Timer. 43 Minuten. Ja, wir haben gut was gemacht. Wir haben einen goldenen Reiter geklatscht. Wir haben seine goldene Lanze bekommen. Und ja, wir hätten auch fast den anderen gehabt, aber der macht nicht viel. Also, ja, der kann sein Pferd auch heraufbeschwören. Ja, folgendes. Wie es da weitergeht, das sehen wir nächstes Mal. Erstmal gehen wir hier nach unten. Im Uhrzeigersinn, wie schon gesagt. Aber ich möchte nochmal den Nazgul-Reiter probieren. Dann bin ich hier nämlich fertig auf diesem, ich sag mal, Kontinentstückel. Um mehr Schaden zu machen, mache ich mal folgendes. Ich rüste das Ding aus, genau, mit eiserner Wille. Weil ich glaube, eiserner Wille
Nein. War das, was... Mensch. Na, wo bist du? Hallo? Ach ja. War das, was... genau, ein talentierter Ritter. Haltet eure... Waff. Was ist mit der Maus? Moment. So. Haltet eure Waffe vor das Gesicht und sammelt eure Entschlossenheit, um euren nächsten Angriff zu verstärken. Genau, das war das Ding, was den Angriff stärker macht. Das wollte ich nicht. Mann, also. Okay. Zeit vertreiben. Bis zum Nachtendbruch, genau. Moment. Flaschen. So, jawohl. So, bam, 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 bam. Aber erstmal sollte ich die kleinen Leute wegmachen, weil die werden stören. Und den Fackeltyp hier auch. Okay. Dankeschön. Ach ja. Okay. Oh. Hey, lass mich in Ruhe, Mann. Och, Mann, hör auf mich zu verfolgen. So menacingly. Nee. Da hinten ist er. Ich könnte den gleich noch wegmachen. Sehr schön. Oh, Schmetterlinge. Nehme ich doch gerne. Und jetzt versuche ich es mal so. Genau. Komm, Ausrechnung. Ne? So. Daneben. Arschbombe muss ich mal probieren. Hoch. Okay, das war nix. Kann er eigentlich runterfallen? Ach, ach komm, als ob. Buh. Beschmu. Ja, bitte. Dankeschön. Och ne, du willst mich doch veräppeln. Oh. Mann. Ich probier mal die Arschbombe.
Kriegsasche. Jo. Jo. So. Ach ja, Zeit vertreiben. Na, wo bist du? Da. Voll. Dankeschön. Oh. Hallo, Herr Nazgul. Dich mache ich aus Prinzip weg. Okay. Dankeschön. Kann ich hier eigentlich Wölfe heraufbeschwören? Nein. Schade. So, hallo. Das hat nicht sonderlich viel was gebracht. Mann. Yes, please. Warte mal. Kann ich denn das bringen, dass er hier runterspringt? Yes, yes. Ah, oh. Oh, ich dachte. Du kleiner. Okay. Ich mach doch, Mann, schneller. Wow. Yes, nein. Oh. Okay, das geht nicht. Schade, ich dachte, ich könnte schlau sein. Au. Au. Nope, ich kann seine Haltung nicht brechen. Okay. Letzter Ort der Gnade. Es ist schon wieder dunkel, ne? So. Zeit vertreiben? Nein. Kriegsasche. Alles kostet 14. Kann ich hier die Wölfe aufbeschwören? Nein. Okay, ich glaube nicht, dass der Typ weit zu mir kommt. Also mich lange verfolgen wird. Ich dasselbe, wie ich den goldenen Reiter besiegt habe. Könnte ich probieren. Ich probiere das mal. Hilfe, meine Nase juckt. Meine Nase juckt, Hilfe. Ah.
So. Alle hopp. Voll. Oder wir sehen, wie. Na, ich mach's doch so. Ich beende diese Folge hier. Und dann machen wir in der nächsten Runde nochmal den Nazgul. Und dann gehen wir endlich mal weiter Süden zu diesem Turm hin, okay? Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, sagt Hallo, gibt Kritik und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn ihr Tipps habt, ohne zu spoilern, ja, nennt sie mir und sonst, ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.